15. Punkt der Tagesordnung. Hierbei geht es um einen Antrag der FPÖ betreffend keine Sozialversicherungsbeiträge auf Trinkgelder. Ein weiterer Antrag der Freiheitlichen also, der dafür eintritt, dass Trinkgeld und entsprechende Pauschalen explizit von der Bemessung der Sozialversicherungsbeitragsgrundlage ausgenommen werden sollen. Erster Redner in diesem Zusammenhang kommt von der FPÖ, es ist Roman Haider. Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe im März diesen Antrag eingebracht, da es ja seit dem Jahr 2005 so ist, dass gemäß § 3 Einkommensteuergesetz die Trinkgelder nicht mehr einkommensteuerpflichtig sind, wohl aber als Grundlage für die Bemessung der Sozialversicherung herangezogen werden. Ich habe den Antrag gestellt, sie von der Heranziehung für die Berechnung der Sozialversicherung herauszunehmen, auch im Zusammenhang, weil, und das wird den Kollegen Böginger interessieren, weil ja auch wahrscheinlich im Lichte der Arbeiterkammerwahlen der ÖAB Österreich, Arbeiterkammer-Vizepräsident Feilmeier, sich dafür ausgesprochen hat, wörtlich sagt er, die derzeitige Regelung ist für viele Arbeitnehmer ungerecht. Trinkgelder sind eine freiwillige Leistung. Der tatsächliche Bezug ist schwer feststellbar. Sie sind ein finanzieller Anreiz für besondere Dienstleistungen, gerade in jenen Berufen, die ohnehin zu den Niedriglohnbranchen zählen. Und die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Kärnten hat in diesem Zusammenhang die Bundesregierung und die im Nationalrat vertretenen Parteien aufgefordert, Trinkgelder neben der Steuerfreiheit künftig auch von der Sozialversicherung zu befreien und diese Trinkgeldpauschalen, die bis zu 80 Euro je nach Beruf betragen können, abzuschaffen. Vollends sicher war ich mir, dass dieser Antrag hier die Mehrheit finden wird, als der Herr Vizekanzler und Finanzminister am 29. April bei seiner Budgetrede gesagt hat, und das zitiere ich jetzt wieder wörtlich, zum Thema Lohnverrechnung, Finanzminister Spindlecker, es gibt zu viele Ausnahmebestimmungen. Es ist nicht einzusehen, dass es 400 verschiedene Beitragsgruppen gibt. Daher streben wir auch eine Harmonisierung von ASVG und Einkommensteuergesetz an. Denn es ist schwer zu erklären, dass Trinkgeld von der Einkommensteuer befreit ist, aber bei der Sozialversicherung als Lohnanteil gesehen wird. Auch das müssen wir verändern und vereinheitlichen. Beifall bei der ÖVP. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verstehe jetzt wirklich nicht, warum Sie diesen Antrag ablehnen, wo es doch Ihr eigener Vizekanzler, Finanzminister in seiner Budgetrede verkündet hat, dass er genau das machen will.